Ja, hi, ich habe mich heute mit einem der Hausbesetzer getroffen von Squad MS, L. Und L, ich wollte dich einfach mal fragen, was versucht ihr denn jetzt hier mit dieser Hausbesetzung zu bezwecken? Oder was sind eure Ziele? Also das große Ziel ist, ein soziales Zentrum zu errichten, weil in Münster fehlt einfach Platz für alternative Leute, künstlerisch aktiv zu sein, politisch aktiv zu sein, und in unkommerziellen Räumen sich ausleben zu können. Okay, und damit ihr auch mal seht, wie so eine Hausbesetzung eigentlich aussieht, gehen wir jetzt auch mal rein. Elf führt uns ein bisschen rum und erzählt uns dann ein bisschen was zu den Räumen. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus hier drin. Es ist super viel dreckig, überall liegt alles rum. Die Wände sind am rumschimmeln, also das Haus steht auf jeden Fall schon länger leer. Wie lange denkst du, steht das Haus schon leer jetzt hier? Also wir haben verschiedene Angaben. Die erste Angabe, die wir hatten, war 1,5 Jahre. Jetzt haben wir aber von einer ehemaligen Bewohnerin gehört, dass es wohl doch schon 5, 6 Jahre leer steht. Das wäre auch logischer, denn man sieht hier an vielen Stellen, dass hier auch Leute drin gewohnt haben, illegal, als es schon leer war. Wie macht ihr das genau? Also wo fangt ihr an? Also wie läuft das Prozedere ab, wenn ihr ein Haus besetzt? Wie macht ihr das? Also als erstes ist es halt wichtig, dass man es irgendwie wohnbar macht. Also hier liegt jetzt noch viel Schrott rum und alles war sehr dreckig. Wir haben teilweise benutzte Spritzen gefunden, die wir entsorgen mussten. Und das ist der erste Schritt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir jetzt auch einfach mal in den Raum hier, wo wir gerade, durch den wir gerade gekommen sind, oder in die anderen Räume zurückgehen und dann kannst du uns ja mal ein bisschen was auch noch dazu erklären? Genau, hier sieht man, dass hier Leute eine Zeit lang drin gewohnt haben. Ach so, das ist jetzt alles gar nicht von euch. Nee, das ist nicht von uns. Das ist auch, das haben wir so vorgefunden. Wir versuchen auch auf jeden Fall mehr Ordnung reinzubringen, als bis jetzt drin war. Wir würden das hier nicht so unordentlich halten. Alter, das ist krass. Ich dachte, als ich da gerade kurz vorstand, dachte ich, dass es nicht so krass wäre. Genau, dann liegt da zum Beispiel noch eine Packung mit Spritzen, also die Sp keine Spritzen mehr drin, aber hier haben wohl Drogenabhängige eine Zeit lang drin gewohnt und das ist halt viel Arbeit. Das wegzuräumen ist auch einfach echt voll die Gefahr für einen, dass man sich nicht irgendwas holt oder so. Krass. Also wir befinden uns jetzt hier in der wohl oder in der besterhaltensten Wohnung in dem Haus. Die Leute von Squad MS glauben, dass es wohl dem Vermieter gehört hat, weil die Wohnung auch echt noch schick aussieht oder man kann erahnen, was hier alles gemacht wurde. Und man sieht ja auch wirklich an den Stellen dann, wie das Haus mal ausgesehen hat. Also wenn man sich dann zum Beispiel diese Ecke hier anguckt oder wenn man sich halt auch noch hier das mit der Backsteinmauer oder so anguckt, das Haus war auf jeden Fall in einem coolen Zustand. Natürlich ist so ein Raum toll für zum Beispiel eine Podiumsdiskussion auf dieser Empore hier. Oder man kann sich tausend Sachen ausdenken, die toll drin wären, wo der Raum könnte toll genutzt werden und so steht er leer, verrottet weiter, anstatt hier Leute drin leben zu lassen, Leute drin arbeiten zu lassen. Ja, und wir können ja mal eben darüber gehen, was ich da gerade sehe. Und zwar habt ihr hier mit Panzerband einfach so eine Kerze oder einfach so eine Kerze dran geklebt. Ich glaube, daraus kann man sehen, ihr habt keinen Strom, kein Wasser oder wie ist das hier? Genau, Strom und Wasser fehlt komplett. Da wissen wir auch nicht, an welcher Stelle das da nicht funktioniert, ob es straßenseitig abgesperrt ist oder ob das nur hier im Haus liegt. Da konnten wir uns jetzt noch nicht drum kümmern. Also wir sind jetzt hier in einer dieser Dachgeschosswohnungen. Wir sind hier jetzt wahrscheinlich in irgendeinem alten Wohnzimmer oder sowas. Man sieht es vielleicht am Teppich, der ist auch mit Panzerband noch irgendwie geklebt oder sowas. Und was ich mich die ganze Zeit frage, L, ist, warum lassen Leute sowas leer stehen? Oder was ist so eure Erfahrung dann, wenn die Leute das leer stehen lassen? Was passiert mit den Häusern? Genau kann ich euch das natürlich auch nicht sagen. So, da müsste man den Besitzer oder die Besitzerin fragen. Ja, Leute leben auf der Straße, und dann lässt man einfach so ein Haus leer stehen. Aber ich vermute, dass es ein Spekulationsobjekt ist. Also die Leute gehen davon aus, die Mieten werden in den nächsten 10 Jahren noch deutlich steigen. Damit werden sie noch mehr Kohle verdienen können. Eine Renovierung kostet viel, deswegen rentiert es sich zu warten, bis die Mieten teurer werden und dann zu renovieren. Das ist echt unglaublich, was in Münster, wo, wie El gerade schon angemerkt hat, bezahlbarer Wohnraum wirklich super knapp ist und ich es aus meiner persönlichen Erfahrung auch kenne, dass es schwierig ist, erstens eine Wohnung zu finden und zweitens, die dann auch noch einigermaßen bezahlbar ist.
Und eigentlich habe ich auch keine Fragen mehr, Elle, und deswegen würde ich mich bei dir bedanken Ja, schön, dafür. dass ihr hier wart. Ja, auf jeden Fall.